Herzlich willkommen zu Du bist. Wir spielen heute Perfect Match. Und dass dieses Spiel mehr als nur ein oberflächliches Tinder-Date ist, das werden wir jetzt sehen. Viel Spaß. Herzlich willkommen an diesem fantastischen Tag an meiner Seite. Simon Kretschmer. Dass ich das noch erlebt habe, voll geil. Du bist mit meinem patentierten Du bist Würfelgruß. Ja. Die Würfel treffen sich in der Mitte. Lang musste ich um dich kämpfen und jetzt bist du endlich mal in meinem Brettspielformat. Ja. Ich war hier wegen heute Abend Dienstag. Ach so, ja, okay, dann. Dann würde ich sagen, begrüßen wir mal die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ey, Leute, ich habe einen ganz fantastischen Cast. Ich glaube, Dina hat es so auf dem Sender noch nie gegeben. An meiner virtuellen Seite, neben meiner analogen Seite, Simon, finden wir Johanna. Hallöchen. Ah, jetzt sind wir. Hallo. Hey, Chiara. Hey. Hallo. Nee, das bist nicht du, Katjana. Du kommst jetzt dran. Katjana. Und Lars-Erik Paulsen, mein liebster Lieblingsmoderator auf Rocket Beans TV, ist auch dabei. Hallo, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, schöne Grüße auch an dich. Und wir spielen heute Abend Perfect Match. Es wurde gerade erst vom der größten Brettspielseite der Welt zum besten Partyspiel des Jahres ausgezeichnet. Das Jahr, also wirklich das Beste des Jahres, da bin ich aber mal gespannt. Ja, es, jetzt wollen wir mal gucken, ob es diese Auszeichnung auch standhält. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Sneak Peek in die Regeln. Es ist super schnell erklärt. Wir teilen uns in zwei Teams auf, die haben wir schon aufgeteilt. Wir können uns jetzt die Aufteilung angucken. So sieht's nämlich aus. Lars in meinem Team. Johanna und Nils, sorry. Simon, ich, Katjana und Chiara. Ist das nicht ein geiles, sind geile Teams? Sind geile bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Ja, Mann, ey. Das ist das Fundament, auf dem ich diesen Erfolg jetzt aufbauen werde. Sehr gut, sehr gut. Chiara, und High Fives. Yo. Okay, ich mache auch, ja? Okay. Oh. Ach nee, ich kann okay, los. Okay. Okay. Ich bin mal gespannt. We Team Awkward. Team Awkward. ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz die Regeln. Die funktionieren folgendermaßen. Jede Runde gibt es einen Tippgeber oder eine Tippgeberin. Vorher guckt sich diese Person diese Karte hier an. In dem Fall ist es ein blödes Beispiel. Ist es zum Beispiel unhygienisch und hygienisch. So. Perfekt. Dann dreht diese Person, und wenn jetzt einer von euch diese Person sein sollte, dann würden wir das für euch machen, aber natürlich die Augen zumachen. Einmal an diesem Rad. Na. So. Und dann machen alle die Augen zu, bis auf die Person, die den Tipp gibt. Jetzt dürft ihr die Augen natürlich offen lassen. Und dann guckt es sich an, was passiert. Oha! Das ist nämlich jetzt die Range. Und in dieser Range gibt es Punkte. Das prägt sich der Tippgeber oder die Tippgeberin genau ein und überlegt sich ein Wort, was genau zu diesem Bereich, im Punktebereich von 4 Punkten hinführen könnte. Vorher macht Frage, muss es ein Wort sein oder kann man auch einen Satz? Also es dürfte auch ein kurzer Satz sein. Einkaufen im Supermarkt. Ja, darf auch ein kurzer Satz sein. Es ist ein kurzer Satz. Das wäre möglich. Okay. Dann wird dieses Ding hier wieder zugemacht. Also das machen wir hier mal wieder schön in die Mitte. So. Und dann sagt diese Person, die Tippgeberin oder der Tippgeber, das Wort, was zu den meisten Punkten führen kann, sollte. Und in dem Fall würde ich, wenn ich jetzt der Tippgeber wäre, würde sagen, ja, es ist so in diesem Bereich. Schon eher unhygienisch? Nein, eher hygienisch. Eher hygienisch, aber nicht so richtig hygienisch. Das wäre in dem Fall zum Beispiel Popeln. Ja, das ist doch eher unhygienisch. Nee, na, es ist sehr gesund, die Bakterien da drin. Was ist ein gutes drüber gehört? Ich würde sagen. Aber man sieht das Hauptproblem, nämlich der Tippgeber hat die Verantwortung, irgendwie einen Begriff zu finden, der in dieses 10-Punkte-System sozusagen genau jetzt signalisiert eine 7 bis 8. Ich sage, das wird aber nur zum Problem, wenn Krane der Punkte. Das ist nämlich das Ding. Dann wird es ein Problem. Ich sage euch einen Satz, und zwar: Ich dusche nur mit Wasser. Okay, ja.
Eher auf der hygienischen Seite, aber nicht wirklich. Dann sind die anderen zwei. Hände waschen mit Wasser, ja. Okay. Hände waschen mit Wasser. Dann sind die anderen Teammitglieder dran und dürfen sich beraten, wo denn dieser rote Zeiger hinkommt. Nö. Ihr könnt sagen, mehr rechts, mehr links, mach mal mehr hier, mehr in die Mitte, mehr nach da. Zack. Dann ist noch mal das gegnerische Team dran und darf sagen, ob sich die Vier-Punkte-Skala wohl mehr rechts oder mehr links von dem roten Zeiger befindet. Dann kann man noch einen Punkt ergattern. Dann wird revealed und geguckt. In dem Fall wären es 3 Punkte. Und das machen. Extra Punkt noch? Nicht vergessen? Genau, der extra Punkt gibt's halt für das Team, das andere Team, das dann sagen kann, nee, ich glaube, die Vierer-Punkte-Skala hier ist weiter rechts oder weiter links von dem roten Zeiger. Und dadurch könnte es noch einen Punkt dann quasi aufholen. Der Gewinner oder die Gewinnerin sind diejenigen, die als erstes 10 Punkte erreicht haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, los geht's. Welches Team möchte beginnen? Fangen wir an, oder? Ja. Ihr fangt an, sehr gut. Warum nicht? Awkward, yeah. Und das Team. Ich fing aber jetzt, ja. Warte kurz. Ich will erstmal die Karte weg. Das Team, was nicht anfängt, startet mit einem Punkt, weil es ja später anfängt. So. Ah, ja, da gucken wir was später. Was sagst du, nachdem du gefragt hast, wer anfangen möchte? Ah, nee, das hatten wir schon. Das hatten wir fürs Training schon und eben. Ne? Ja. Nehmen wir nicht. So, nächste Karte. Oh, okay. Traurig, lustig ist die Range. So, jetzt machen alle die Augen zu, weil Simon dreht am Rad. Das ist genau das Problem in der Gesellschaft. Es gibt gar keinen Trade-off zwischen traurig und lustig. Ja. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das auch nicht sehen wollen, dürfen natürlich jetzt auch die Augen zumachen. Okay, ich habe jetzt gedreht und jetzt mache ich auf. Jetzt guckt weiter nicht hin. Genau. Achtung, ich drehe. Oh, ich muss hier vorsichtig, weil sonst geht das noch kaputt. Sag mal, geh doch mal auf jetzt. Okay. Aha, okay. Das ist also für alle da draußen die Skala. Wir merken uns das. Und jetzt muss ich eine. Hast du es wieder zugemacht? Beschreibung, ja. Jetzt muss ich eine Beschreibung abgeben. Achtung, ich drehe diesen roten Regler weg, nur damit er nicht stört. Ja, okay. So. Augen wieder auf. Okay, und ich gebe jetzt meinem Team. Seid ihr alle bereit? Lars, Johanna, ihr seid bereit? Ja. Gebe ich euch den perfekten Tipp. Stellt es euch einfach vor und dann guckt, wie lustig und wie traurig ist das. Also, Clown-Beerdigung. Was nochmal? Eine klauende? Eine Clown-Beerdigung. Ein Diebstahl auf einer Beerdigung. Eine Clown? Weiß, also nein, die Clown. Ja, ja, Clown. Ja. Du kannst dir auch vorstellen, dass die am Ende alle traurig einmal oder so Wasser. Statt weinen spritzen die aus der Nase. Du darfst es, glaube ich, nicht weiter beschreiben, Simon. Okay, ich das, ist dein, glaube das einfach, ist dein. Das also, ist dein. Eine Clown-Beerdigung. Johanna, hier zur Erklärung. Wenn Simon ein Genie ist, und ich glaube, dass er ein Genie ist, dann hat er hier genau etwas gefunden, das zwischen den beiden Polen liegt. Nämlich Clowns sind lustig, Beerdigung ist traurig. Genau in der Mitte wäre mein Tipp. Ja, obwohl Clowns ja auch eher mittellustig sind. Aber nee, grundsätzlich sind die ja schon eher Du meinst, aber die reizen nicht die Skala aus. Das ist nur also es ist ja auch eine jemand, der sehr lustig ist, von dem die Beerdigung sein können. Wie genau ist er denn gestorben? Das würde ich mich jetzt auch nochmal fragen. Also, war es eher nicht lustiger bei Tod? War es eher so Ausrutscher? Ja, und eine Beerdigung ist auch nicht immer so traurig. Ich weiß noch, als kleines Kind habe ich mal auf einer Beerdigung anfangen müssen zu lachen, weil ich die Situation so absurd fand. Und das sagt einiges über mich aus, ja. Ja. Trotzdem würde ich du sagen, in der Mitte. Geerbt. Also ja, Moment, ich mach's mal für euch, ja. Ihr dreht. Aber Johanna, was sagst du? Ja. Würdest du lieber nach links oder nach rechts? Weiter noch. Wir sind ja in der ersten Runde, da müssen wir irgendwie, glaube ich, Clownsbeerdigung eher traurig. Aber ich würde es ein bisschen mehr Richtung lustig machen, glaube ich. Ein bisschen mehr Richtung lustig? Ein bisschen mehr Richtung lustig, weil wahrscheinlich, wenn ein Clown beerdigt wird, kommen auch andere Clowns, die machen irgendwelche Gags, die machen Konfetti rum, treten auf eine Hufe, machen so Putzkissen in den Sarg. Ihr müsst Simon mal genau sagen, wo das hin soll, ne? Ja, ich glaube, so ist schon. Nur, so nur ich will jetzt auch Simon, hör auf, keine Tipps geben. Keine Tipps geben, Simon. Du möchtest deinem Team Tipps geben. So. Also ich will nur die Situation. Egal, okay. Ich sag gar nichts. Okay, ist das euer finale Tipp? Also, das war jetzt zwar wieder ein Tipp, aber wir bleiben mal dabei. Lustig. Ja. Okay, jetzt haben wir als das gegnerische Team noch die Möglichkeit zu sagen, ist es mehr links oder mehr rechts davon? Und ich würde sagen, Tatjana, Chiara, ich sag mal, Beerdigung ist doch viel trauriger, als ein Clown lustig ist, oder? Also, ich würde eher sagen, dass es in DM-Bereich ist.
Ich würde andersrum sagen. Das ist noch lustiger. Ist lustiger. Was? Ich aber würde das Mitte anhand sagen. Von, was sagst du, Chiara? Ich hätte die Mitte genommen auch einfach. Ja, aber dann würdest du ja auch sagen, dass es eher links davon ist. Also, ist es links? Ja. Ja. Ja, dein Finger ist nur so weit links. Das ist ein bisschen verstellt. Du würdest es in die Mitte tun, das heißt, du würdest weiter zurück. Ich will es eher nach da. Also Richtung traurig noch, würdest du eher. Ja, ich würde eher Richtung traurig. Gut, ja. Dann würde ich überrannt. Ich würde, wie gesagt, eher ins Lustige gehen. Ja. Also ich würde halt nur sagen, rechts. Aber lass uns mal links machen, weil ihr beide sagt eher links. Und 2-1, nach meiner Rechnung, habe ich da recht. Okay. Aber Clown sind halt auch nicht witzig. Das ist halt die Sache. Ich merkt weiß, aber ich nehme meine, okay, gut. Gut, okay, dann machen wir. Simon möchte das schnell zum Ende bringen. Das heißt, wahrscheinlich liegen wir falsch, aber wir nehmen die. Wir nehmen die Wertung. Das will ich so gar nicht sagen. Nein. Ich sage nur gerade dieser Gedanke, bevor wir auflösen, wie lustig sind Clowns eigentlich? Den halte ich für relevant. Schreibt's mal in die Kommentare. So. Und jetzt lösen wir auf. Alter. Ja, DD. Oh. Weil Clowns nämlich nicht so lustig sind. Deswegen ist das nicht 100% lustig, sondern eher so 70 und davon dann 35. Das war so die Herangehensweise. Ja, aber dadurch, dass sie so unlustig sind, ist es vielleicht ja auch gar nicht so traurig, wenn sie sterben. Eigentlich interessiert es niemanden. Aber. Na gut. Ja, das ist. Ich dachte sogar eher noch, ich hätte fast noch auf noch wieder nach lustig getippt, weil ich sie auch. Noch den hier gemacht hat. Naja, vielleicht hätte ich es anders, aber ich wollte ja eben auch nicht keine Tipps mehr geben. Ja, das ist sehr vorbildlich von dir, lieber Simon. Ich würde sagen, also wir kriegen jetzt dadurch einen Punkt, weil wir haben ja richtig getippt. Und den einen Punkt hattet ihr auch schon. Und also haben wir jetzt schon 2 Punkte und ihr habt 0. Und es beginnt eine komplett neue Runde. Wir machen hier wieder zu. Und auch ihr dürft wieder eure Äuglein zumachen da draußen. Ich lege schon mal vorher die Kategorie fest. Moment, darf ich noch gucken? Ja. Ja. Kategorie ist folgendermaßen: oh, scheiße. Emotionales Verhalten und rationales Verhalten. Mhm. Okay? Mhm. Okay, warte, ich mache das hier genau in die Mitte. Alle Augen zu und ich drehe am Rad. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Ihr dürft alle die Augen wieder aufmachen. So. Und mein Tipp wäre. Gott. Das ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Gib mir kurz eine Sekunde. Mein Tipp wäre ich denke gerade im beruflichen Kontext Scheiße, der schwimmt. Puh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Das ist tatsächlich super schwer. Ist live, ne? Kahn ist live. Ich weiß, es ist live. Und geschnitten würden wir es jetzt schneiden, aber. Nee, im Ernst, nimm dir die Zeit, weil ich möchte später auch nachdenken können. Es ist wirklich. Finde was, was wirklich dann genau passt. Nicht so einfach. Und ich nehme den. Und zwar. Geburtstagsfeier. Geburtstagsfeier? Geburtstagsfeier. Geburtstag feiern. Geburtstag feiern. Es ist ja Geburtstag feiern. Ah. Geburtstag feiern. Okay, here we go. Here's... Ich muss nachdenken. Hast du schon eine Idee? Also, emotionales Verhalten, rationales Verhalten. Okay, eine Geburtstagsfeier ist ja etwas, was man nicht aus dem Weg gehen kann. Ja. Und wir haben es, soweit ich weiß, jedes Jahr. So, ich soll erstmal alle Informationen sammeln und dann mal. Okay, ich hol Papier. Wie alt ist jeder? Ich würde sagen, es ist ein emotionales Verhalten. Man wird ja also eher. Ich würde es. Oh.
ich würde es. Ich zeig einfach drauf. Ungefähr da müsste es sein. Du kannst es ja in der Uhrzeit anzeigen. Du, von 9 Uhr morgens bis 3. Ja, stimmt. Also findest du, Geburtstagsfeiern ist doch eigentlich schon was Emotionales. Rational ist es ja nicht wirklich, weil genau. Es passiert halt. Du hast dich jetzt nicht dazu entschieden. Ja, und stopp. Weil es, ich würde es auch so halten, weil eigentlich ein rational ist ja, es ist ja nicht einfach, es ist ja nicht unrational, weil du hast ja Geburtstag. Ja. Oder? Eigentlich hast du auch nichts Besonderes geleistet. Deswegen ist das... ja, nichts Rationales, finde ich. Ich bin bei dir, ich wäre auch mehr bei emotional. Ja, definitiv emotional, aber nicht zu weit wie, es ist keine Beerdigung oder sowas. Ja, Geburtstag ist keine Beerdigung, Katjana. Manchmal hingegen schon, wenn das zwei Sachen blöd aufeinander fallen, dann schon, ja. Ja, ich würde es auch da einfach lassen. Gut, dann sind wir jetzt dran, ne? Ja. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, und da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen, Fabian hat sich das ja ausgedacht. Ist er denn ist er ein Geburtstagsfeierer, also der sich ganz doll freut und sagt, ich habe Geburtstag, und dann aufwacht und sagt, hey, ich habe heute Geburtstag, ihr müsst mir alle gratulieren? Oder sagt er eher, Leute, ist mir scheißegal, ich möchte nichts damit zu tun haben, sprecht mich am besten nicht an. Wie habt ihr das in den vergangenen Jahren so erlebt? Kannst du dich noch an meinen Geburtstag erinnern, Lars, an meinen letzten? Warst ja, du dann? Sicher. Da waren wir Tischtennis spielen. Da waren wir Tischtennis spielen und du hattest ganz viele Freunde mit dabei. Es war irgendwann, es kommt doch auch bald schon wieder, ne? Hier, Fabian Kahne, am 31. Mai hast du Geburtstag. Oh, Lars. Ne? Wow. Habe ich auswendig gewusst. Also ist ja bald. Es ist ein emotionales Ding natürlich. Eigentlich, warum, also wenn es ein rationales Ding ist, warum sollte er dann überhaupt Geburtstag, was wäre wirklich ja, was Emotionales grundsätzlich schon mal ist, mit ins Spiel bringen. Ich fand aber den Aspekt gar nicht schlecht mit dem, dass es ja sowieso jeder hat. Also es ist eigentlich schon auch so ein rationales Ding, dass man halt Geburtstag hat, weil man geboren wurde. Trotzdem ist es eine emotionale Geschichte. Ich würde, wenn dann, noch emotionaler in die emotionalere Richtung gehen. In die emotionale Richtung. Ja. Was weil er wirklich eine krachende Party im Park gemacht hat letztes Jahr. Das war ja. Er hat viel geweint, er war einfach viel aufgelöst und hat sich sehr gefreut und deswegen entscheiden wir uns. Ja, ich würde auch, ich orientiere mich da auch ein bisschen nach Lars' Argumentation, wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, als wäre die Nadel an sich schon ziemlich perfekt an der Stelle, aber man muss ja eine Richtung wählen, dann nehme ich dann die emotionale Richtung und gehe da noch mehr in Richtung, ich habe Geburtstag, es gibt ja keinen wirklichen Sinn. Also Geburtstag haben ist ja, ne, ist ja einfach nur ein Datum, kann sich auch irren. Wer weiß das schon so genau? Ob das jetzt, also wirklich, ich bin da am 28. geboren, könnte auch 28. Februar, könnte auch der 29. sein, dann wäre alles anders. So ist alles nur eine Zahl. Insofern glaube ich, das Emotionale, was wir dem Geburtstag geben, das hast du wunderbar rausgearbeitet fast schon mit wenigen Worten. Mit wenigen Worten. Okay, also das Schöne ist, dass wir hier auch ganz klar sehen können, wie so die, ob es eine Selbstwahrnehmung, eine Fremdwahrnehmung von Fabian Kahne, weil ich glaube, er würde sich selbst als jemand gerne nach außen hin präsentieren, als einer, der total irrational, total rational Geburtstage sieht und er damit gar nichts anfangen kann. Aber wir haben beide gesehen, wie die Tränen bei dir kullerten an deinem Geburtstag und das ist dann eben die falsche Selbstwahrnehmung. Bitte löse auf. Ja, also die Auflösung ist folgendermaßen. Ich darf das beim Auflösen nicht verstellen. Ja! Yes! Ja! Yes! Geil! Yes. Ach nee, wir kriegen 2 Punkte, oder? Also, wir kriegen 2. Wir haben schon 4 Punkte. Ihr habt nur 1. Also ihr kriegt auf jeden Fall einen Punkt. Ihr lag damit richtig. Also immerhin. Den ersten Punkt. Und wir kriegen 2 Punkte. Zack, zack. Und sind jetzt bei 4-1. Ist aber schon ein Grenzfall. Also muss man jetzt mal sagen, da könnte man jetzt noch mal genau nachmessen, ob der wo denn die Mitte des Zeigers. Also aber doch, es ist eindeutig in den Punkten, lieber Simon. Also, gerade so, ja. Ganz kurz übrigens, wenn jetzt bei dem Aufmachen der die Punkte-Range, also wenn der Vierer nicht mehr zu sehen ist, dann müsstest du noch mal neu drehen. Ah. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, wer möchte jetzt der Tippgeber sein in Simons Team? Der zweite in der Johanna. Johanna wäre jetzt unter mir in der Bilderfolge. Dann Simon, dann machen jetzt alle die Augen zu, inklusive dir, Simon, und du drehst. Und ich drehe aber jetzt. Aber du machst dann auch in die Kategorien. Okay. Aber alles mit drehen geschlossenen Augen. Drehen kann ich ja nur so. Wir müssen aber erstmal noch ein neues Zettelchen hinlegen, oder? Ich zieh mal für dich direkt von vorne. Macht niemand oder macht jeder. Oh, das ist stark.
Jetzt kann ich auch viel über mich verraten in diesem Ranking. Ja, zumindest Vorsicht mit der Antwort. Okay, ich drehe, alle haben die Augen zu. Und ja. Johanna, okay. Und du auch, Simon? Ich hab sie zu. So, ich mach nun auf. Ja. Ich sehe nichts. Okay. Johanna, sag einfach Bescheid, wenn du genug gesehen hast. Ja, ich hab genug gesehen. Okay, Augen wieder auf. Ja, überhaupt kein Druck an der Stelle, Johanna. Ne? Das ist eine Live-Sendung, wie Lars Paulsen an der Stelle dann gerne sagt. Ja, du hast alle Zeit der Welt. Okay. Macht niemand, macht jeder. Das habe ich gesagt, nachdem du 5 Minuten da rumgeschwommen bist. Die Nummer meinst du? Die Nummer, schön Brustschwimmen. Wie, bist, Mann, du, mach mal toll. Bist du ein guter Schwimmer, Lars? Ja, war ja? Der Beste in der Schule. Aber du bist doch so ein Hecht. Du gehst doch sofort unter, oder nicht? Ja, ist wie so ein Zweig auf dem Wasser. Echt ein verdammt guter Schwimmer. Ja. Wirklich? Jetzt so ohne Ironie? Machen wir mal das große. Ich wette, Lars ist wie so eine Wasserspinne. Wenn der so die Arme so hoch und die Beine und dann ist der so die Wasserspannung, kann der auf dem Wasser sich. Ach so, so ein Wasserläufer. Wie diese Wasserläufer, genau. Mhm. Aber sollen wir nicht mal so ein Rocket Beans Schnellschwimmen machen? Boah, das wäre cool. Ich wüsste nicht, wer mich fragen sollte. Wirklich nicht. Aber man darf dann einfach nicht im Schwimmbad filmen. Also filmen wir einfach von außen alles. Ja, wer? Wir kriegen nichts mit. Wer hat gewonnen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe was. Aber alle sind nass. Johanna hat was? Okay, und zwar, ja, ich sage: Zähneputzen am Abend. Okay, also. Ja. Sieh mal, kleine Umfrage unter uns beiden. Ich mach's. Du nicht? Ich mach's die meisten Male. Ich bin aber auch jemand, früher habe ich das übertrieben häufig gemacht, dann habe ich mich zurückgedreht und dann merke ich manchmal, wie ich es vergessen habe. Aber ich glaube, in die Richtung geht auch die Aussage. Ich glaube, das ist so eine 75, 80, 20. Ich würde sagen, 80-20 ist so die Ratio. Aufgrund dieser Aussage. Ja. Mal, ich glaube, ich würde fast sagen, es fast jeder macht das abends oder zumindest würde er morgens sagen. Morgens machst du es auf jeden Fall. Ja, aber schau mal, Lars. Die Aussage morgens ändert ja dann alles, weil morgens macht doch jeder. Hast du gar nichts zu Unrecht, ja. Warum sollte sie sonst nicht morgens sagen, ne? Also ich bin dann bei dir mit den 80. Es können auch 90 sein, wir wissen es ja nicht, aber. Nee, lass mal so auf so 82%. Eine Frage. Die 40, also die Mitte, die darf nicht weg sein, oder? Aber die anderen dürfen schon weg sein. Ja. Die 20er dürfen außerhalb der Grenze sein. Also es kann eine 10 von 10 geben, das wollte ich eigentlich wissen. Ja, es kann was sein, was komplett bis zum Ende geht. Okay. Bis zum, ja. Nee, dann würde ich sagen, sie ist irgendwo davor. Ja. Also so? Das klingt doch gut. Ich finde das auch nicht schlecht. Oder also, so? Jetzt fang mal nicht an, hier rumzufummeln. So? Lars, was wolltest du gerade sagen? Wir waschen uns natürlich gleich die Hände. Doch, ich finde es so gut. Warum sollte sie sonst nicht morgens sagen? Ne? Abends ist schon. Also, mich hat es gewundert. Also, bei mir ist es auf jeden Fall drin. Ich könnte sonst auch gar nicht einschlafen und dachte, dass es jedem so geht. Aber dein Punkt mit dem, warum sagt sie denn nicht morgens, ist schon gut. Na, ich glaube, nachts, abends vergisst man eher mal. Das eine Mal ist Wochenende, da lass doch, wasche ich mir nicht die Zähne. Oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin Zeiger gut, ja. Okay. Okay, also jetzt wir drei. Ich würde sagen, also die sind sich ja super sicher, dass das jeder macht. Aber ich kann euch schon sagen, allein in der letzten Woche kennt ihr diesen Zustand, wenn man abends einschläft, aber mit dem Wissen, dass man noch richtig viel zu tun hat, also sich ausziehen, Zähne putzen und man macht das nicht und man wacht immer wieder auf mit so, ich habe noch voll viel zu tun und dann ist auf einmal morgens um 7 Uhr, man hat die ganze Nacht irgendwie so schlecht geschlafen und hat nichts gemacht. Ich glaube, dass das dass das eher weniger Leute machen als die, oder? Ja, ja. Man macht es dann immer, wenn man also ich würde auch sagen, macht jeder, weil ich es auch immer mache. Aber die meisten Leute machen es eher, je nachdem, ob der Partner das macht. Also Gruppenzwang. Halt sagt, okay, du gehst noch, ich wollte als auch gerade noch Zähne putzen. Aber wenn du Single bist, scheiß der Hund drauf, dann gehst du einfach so. Oder halt, der Partner weg riecht man dann ja auch. Ja. Und
da weiß man, dass man lebt. Und bei 100% hätte sie gesagt, atmen. Weißt du? Jeder, atmen. Okay, also hat sie was gewählt, was nicht 100%ig ist. Deswegen würde ich eher sagen, weniger. Es ist weniger, auf der anderen Seite. Also so, wir können den Stift... Eher Richtung macht niemand. Eher Richtung macht niemand, oder? Macht überhaupt niemand. Okay, dann würde ich sagen... Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich bin halt jemand, ja, ich bin auch, ich putze mir abends immer die Zähne, aber morgens macht's auf jeden Fall jeder, weil du ja am nächsten Tag zur Arbeit gehst und da möchtest du halt die Leute nicht vollmüffeln. Ja. Also genau. Da muss ja dann quasi das Gegensätzliche sein, also machen weniger. Genau, aber wir alle in diesem Raum putzen alle abends zweimal die Zähne. Zweimal, ja, genau. Okay. Mit Zahnseide auch noch. Mit Zahnseide, das ist volles Programm. Was im Übrigen echt gut ist, kann ich mal empfehlen. Mach das mal 2 Wochen lang Zahnseide und diese ekelhaften Stocherdinger, ne, alles so, mal so richtig, das ist so geil, das ist so ein befriedigendes, befreiendes Gefühl. Hast du diese Gabeln, wo dann dieser Faden angespannt ist? Oder? Ich weiß auch nicht, ich finde alles scheiße. Also, aber wenn man es macht, es hilft enorm. Ne? Meine Zahnärztin hat mir es empfohlen und man fühlt sich so fresh. Du hast so einen Garten Eden zwischen deinen Zähnen. Aber es ist auch eines. Aber erstmal blutet es. Erstmal muss man richtig durch die Pampa durch. Krieg und erst dann hast du Frieden. Es klingt so ekelhaft. Es ist ekelhaft. Und hast du auch diese großen 4 Liter Mundwasser? Mundwasser, ja, für genau. 200. Oh, das ist geil. Das kannst du nicht auch nach dem Zahnseil nehmen. Cool. Das hat mein Gynäkologe mir. Nee. Dermatologen mir empfohlen. Einmal durchgoogeln. Oh Gott, wie fatal das wäre, wenn alle Leute die 2 Berufsgruppen vertauschen würden. Aber ja, gut, wir lösen mal auf. Das ist lustig, wenn Ärzte einfach die Entschuldigung, noch ein Gag. Ja, ein Gag. Wenn Ärzte andere, also wenn Ärzte andere Bereiche die Empfehlungen geben, weißt du, also wenn dein Internisten oder dein Dermatologe dir sagt, ich würde mir dann auch die Füße jeden Tag waschen. Okay, das war's. Aber der Dermatologe wird dir das doch auch sagen. Durchaus, ja. Der sagt ja, schwieriges Beispiel. Wir lösen einfach auf, ja? Es mehr Vitamine. Okay. Okay, Auflösung. So, Johanna, jetzt bin ich mal gespannt. Nice, aber ganz knapp vorbei. Aber das sind, sind das 3 Bevor Punkte? Bevor Fabian da noch mal rumgedreht hat, waren wir genau auf der 4 übrigens. Da hat er noch mal kurz vor Ende rumgefummelt. Ja, stimmt. War eigentlich perfekt auf der 4, möchte ich noch mal kurz sagen. Deswegen streiten wir jetzt nicht um 2 und 3 Punkte, mein Lieber. Nee, aber da würde ich gerne mal vielleicht das Bild von vor 2 Minuten, als ich es noch, bevor mit dem Gerät da irgendwie manipuliert wurde. Ich glaube, wir hätten die 4 Punkte auch gehabt. Gut, ist dann halt so, müssen wir halt durch Skill uns die Punkte holen. 3 Punkte sind uns aber sicher. Oh Gott, jetzt, ich sehe die Diskussion, wenn wir gleich gewinnen. 1, 2, 3. Okay, ich kriege auch 1 Punkt, weil ihr so toll geraten habt. Nein. 5-4. Knappe Kiste wird das. Ob wir das schaffen, noch 10 Punkte zu holen? Das schaffen wir. Halbe Stunde? Klar. Okay. Dann würde ich sagen, das darf man nicht so fest zumachen damit. Ja, sonst verstelle ich das. Okay. So. Es wird jetzt gedreht. Es wird jetzt gedreht, alles klar. Jetzt rät, ich mach das hier mal wieder in die Mitte. Das ist die Mitte? Egal, ich mach's dahin. Also, wer ist jetzt dran? Katjana. Ja, oh Gott. Aber wir müssen zuerst mal dieses Ding da machen. Stimmt, ich vergesse das immer wieder. Völlig richtig. Gut, aufgepasst. Ich bin so aufgeregt. Nerven faszinierend. Faszinierend. Das kann ja für jeden anders sein, ne? Das kann ja ganz. Oh, okay. Oh Gott, da kann ganz schlimm, ja. Da muss man jetzt mit den Leuten hier mitspielen. Wer von euch findet was faszinierend? Alle haben die Augen zu? Augen zu. Außer ich, ja. Ja, du nicht, Katjana. Und ich mach auf. Warte, einen Moment. Okay. Gut, ja. Und Augen alle auf. Okay. Du darfst nichts zeigen, Katjana. Keine Hilfe. Was? Du musst es sagen, ne? Du darfst es, glaube ich, nicht zeichnen.
Oh, das hat mir keiner gesagt. Ach ja, Entschuldigung, dass wir das vorher nicht geklärt haben. Okay. Und du darfst natürlich auch keine Prozentsätze oder Uhrzeiten oder so sagen, ne? Ist ja klar. Das schaffen wir, Chiara. Jetzt muss nur was kommen. Ja. Ich hab einen guten Draht, Katjana. Fuck. Okay. Vor allem bei den Dingen ist die Range komplett ganz schmal. Manche Leute finden Dinge so faszinierend, die andere Leute so nervt. Ja. Ich glaube, das ist schwierig. Ja, aber ich glaube, weil es sich so schwer tut, ist es was Faszinierendes. Ich glaube, Katjana, die hat schon sehr viele Dinge, die sie nicht mag. Ja. Ja, absolut. Diese Diese. Aber es ist okay, es könnte ich sag mal, also. Sie könnte sich jetzt auch mit richtig vielen Promis verscherzen, indem sie jetzt irgendeinen Promi sagt. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Ja, nee, aber ich mach mal. Also. Zirkusbesuch. Zirkusbesuch. Zirkusbesuch, okay, Chiara. Mhm. Also, ich komme natürlich darauf an, welcher Zirkus, ne? Genau, ja. Es gibt ja auch gute, aber ich glaube, es geht um den klassischen Zirkus, wo natürlich wieder Clowns dabei sind, die keiner mag. Die keiner mag. Und Pferde, also Tiere, und das ist natürlich auch nicht okay. Deswegen nervt einen das ja auch. Finde ich auch, ja. Aber vielleicht hat es ja noch mit eingespielt, dass es manche Leute faszinierend findet, weil, wie gesagt, es kommt nur auf den Zirkus an. Es gibt ja dann auch die Akrobaten und die können halt was. Die können was, ja. Ja, ich würde auch so das allgemeine Bild von Zirkussen ist ja eher faszinierend, oder? Also, Nee, ich wäre eher nervend gegangen. Wirklich? Ja, aber es hat sich so schwer getan. Aber was ist, ja, stimmt. Aber findet Katjana Zirkusbesuche gut? Oder? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben letztens mal bei Du bist ein Zirkusspiel gespielt, das fand sie richtig toll. Da hat sie mir hinterher noch geschrieben, Fabian, das fand ich richtig toll. Okay. Also, aber ja. Ach Gott, scheiße, was. Also du glaubst, Katjana findet Zirkusbesuche eher nervend. Ja, aber ich glaube, das spiegel ich so ein bisschen von mir ab, weil ich finde das nervend. Ja. wie findest du denn Zirkusbesuche? Ich war jahrelang nicht mehr im Zirkus. Aber ich finde so diese showigen Elemente und so eine Arena und so Musik und so, das ist schon toll. Und dann so ein illustres Hologramm von einem Elefant, ich meine, da sehe ich mich schon auch. Hologramm? Ja, das gibt's jetzt. Jetzt gibt's ja keine Tiere mehr im Zirkus, jetzt gibt's Hologramme. Jetzt dein Ernst? Ja. Ja, echt? Ja, Zirkus Roncalli macht jetzt immer Hologramme. Von Tieren. Auch letztes Jahr. Interessant. Ich war da auch. Du warst da, Lars, wie war das? Das war, ja. Die stimmen halt weniger, ne? Faszinierend und nervend. Ja, eben, ich will jetzt keine Tipps geben hier. Ja, aber... Also, aber vielleicht eure Antwort? Nee. Aber vielleicht, Chiara, repräsentiert unser Spannungsfeld auch genau die Antwort von Katjana wieder. Vielleicht ist es wirklich genau in der Mitte. Ich glaube, ich würde das auch mal anpeilen. Ja? Ja, es ist sehr schwierig. Es ist super schwierig. Also wäre natürlich die Qual der Wahl. Genau die Mitte. Sollen wir das so machen? Ja, machen wir. Okay, alles klar. Okay. Lars, Johanna, Simon. Ja, also eigentlich ist, also Katjana ist ja eigentlich eine Künstlerin, ne? Und Künstler sind ja eigentlich schon so aufgewachsen, dass sie sowas wie einen Zirkus schon auch total geil fanden. Entweder die fanden die Clowns lustig oder die Akrobaten irgendwie faszinierend. Also eigentlich sind viele, die jetzt Künstler werden und gerade so Comedians, sind schon Leute, die als Kinder sowas faszinierend fanden, oder meintet ihr nicht? Ja, es fällt mir schwer, aber ich glaube auch der Zirkus an sich steht eher für was Antiquiertes, was Altes, etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist und ein bisschen nervig. Aber ich kenne es auch als faszinierendes Panoptikum der tollen Dinge, so als Kind. Also ich finde, es ist in der Mitte halt auch schon echt perfekt. Deswegen, ich würde mich raushalten und Johanna in dem und Fall. Und die Verantwortung abgeben. Ja, naja, weil ich würde wirklich, mir fällt's, ich wüsste nicht, welche Richtung ich jetzt tendieren sollte. Ich würde das einfach Johanna und Lars überlassen. Ich glaube, die Frage ist, entweder hat Katjana das gesagt als Perspektive eines Kindes oder jetzt, wo sie genervt ist, dass die Parkplätze voll sind, weil da ein Zirkuszelt steht oder weil es die ganze Zeit nach
nach Kuhmist. Nee, Kühe sind nicht im Zoo. Die Kuh. Oder so, je nachdem, aus welcher Perspektive ist Kuh, ne? Das ist. Ja, also entweder da spricht die Zynikerin, die lustige Zynikerin Katjana aus ihr und sagt, ach ja, über Clowns und so, da habe ich schon Sketche gedreht und so weiter. Die finde ich irgendwie alle total nervig. Oder da spricht das kleine Kind, das so fasziniert ist von den Artisten im Zirkus. Und ich glaube an genau dieses kleine Kind, glaube ich jetzt mal und sage, ich würde es eher auf Richtung faszinierend gehen. Also eher Richtung fasziniert. Okay, ich hoffe, dass die Zynikerin mal wieder verliert. Bin ich dabei, finde ich eine gute Begründung. Wir sind jetzt bei der träumenden kleinen Katjana, ja. Ja, und wir lösen es auf. Kann ich es mal ausprobieren? Oh. Ja. Alter, das war aber super knapp. War aber nicht schlecht. Ja, ihr hattet zuerst mal richtig genau auf der 4. Weil, ja. Wer hat es nochmal korrigiert dann in Richtung nervend? Wer von euch? Er hat es genau perfekt. Innerhalb der Drehen war nur ein Spaß. Oh Mann! Also ich gebe uns schon mal den einen Punkt. Nee, Moment doch, wir haben den einen Punkt haben wir bekommen wegen faszinierend. Aber Wir bekommen schöne 2 Punkte, oder sind das schon 3? Nein. Das sind 2. Weißt du was? 7-5. Jetzt generell, ich ginge jetzt eher nicht von meiner eigenen Sache aus, sondern halt eher was. Ja, aber das ist ja auch das Spiel. Entweder man geht von sich selbst aus oder das, was wofür faszinierend steht. Faszinierend ist ja immer dieses. Ist ja nicht, oder? Ja. Hm. Das wie meinst du denn dazu, zu Zirkussen? Ich mag keine Zirkusse. Nee. Du hast Zirkusse. Finde ich sehr, sehr nervend. Also ich finde aber, weil das ist so, es steht für faszinierend, aber es ist ja eher nervig. Ja. Weil man denkt sich so, die armen Tiere und diese ganzen Menschen und sowas, aber es ist jetzt nicht, also, aber ich persönlich die armen Menschen und Tiere abbrennen, einfach komplett raus aus. Okay. Aber cool. Gut. Aber gut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ist wieder Team Simon dran. Mhm. Team. Lars, oder? Du bist jetzt dran. Ja. Einfach komplex, okay. Einfach und komplex. So, ich drehe gleich für dich. Ach so, ja. Nee, ich wollte erstmal drehen. Oh. Wir machen Augen zu. Okay, ihr seid bereit. Augen zu. Wollt ihr die Augen zumachen? Du musst auch Augen zumachen. Ja, ich mach's. Ich will das. Wer rät denn bei euch? Lars, ne? Gib Tipp. Ich hab die Augen offen, ja. Ja, okay. Tja. Ist die 4 noch zu sehen, Lars? Ja. Ja. Ich mach zu. Kannst wieder zumachen, ja. Moment. Hakt. Okay, ich mach zu. Okay. Okay. Ihr könnt jetzt wieder gucken. Gut. Dann sage ich. Das ist immer noch eine Live-Sendung, ne? Ich gebe euch folgenden Tipp. Nicht Spaß. Subtraktion. Ah, okay. Ja. Was will der denn jetzt? Mhm. Okay. Das ist die Rechnung mit dem Plus, oder? Ich hatte mal, das ist richtig unangenehm. Ich hatte mal, als ich so jünger war, ein T-Shirt, da stand vorne drauf, kannst du subtrahieren und hinten so, dann zieh ab. Oh, shit. Du warst doch in so einem Mathe-Club und so. Geil. Immer zu den Nationals gegangen. Ja, ja. Also würdest du auch sagen, das ist ja eher was Leichtes? Ja, sehr easy. Also jetzt nicht so easy wie Addition. Ein bisschen schwieriger, weil man lernt ja in der Grundschule erst Addition, dann Subtraktion und dann ist schon einfach. Katjana, warum lachst du? Ich dachte, das ist super komplex. Hättest du es besser nicht gesagt. Like, oh, it's all the way to what is this? Is abstraction? Like, it's a big word. Subtraktion. Ja, ich hätte einfach Minus rechnen sagen können. Ich war aber auch am Anfang. Moment, ist es das, was ich hoffe, dass es ist? Ja, es ist Minus. sonst hätten wir auch drin beigestanden. Wer weiß, ob das ein zusätzlicher Tipp war. Ich finde. Ja, deswegen. Oh. Lars! Ich lasse nichts machen. Ey. Lars. Wenn ich sowas sage, dann war es offensichtlich nicht ein zusätzlicher Tipp. Okay, es war ein zusätzlicher Tipp. Ja, was? Du bist so ein Cheater. Nein. Schreib's in die Kommentare. Okay, dann mache ich dreh mal für uns beide. Einfach.
Ich denke mal Richtung einfach. Aber ich glaube, also es ist, du meinst, es ist nicht ganz, ganz, sondern weil du meintest, addieren wäre einfacher. Also ist da quasi noch Luft, ein bisschen Luft noch in Richtung Einfachheit? Würde ich auch sagen. 1 plus 1 ist ja sozusagen das Einfachste. Daran hat Lars bestimmt gedacht. Und deswegen sagt er ein bisschen schwieriger Subtraktion und dann machen wir so dahin. Ich schaue auch in gut. Lars zufriedenes Gesicht. Ich glaube, wir locken das hier ein. Das ist es. Ja, also 295 minus 338. Ja, da kommst du ins Negative. Ja, aber das auch das geht ja. Aber und deswegen 100. Subtraktion kann mega kompliziert sein. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das komplexer ist. Als diese ja, Nadel aber, da. Kann aber auch Kernphysik sein. Also, das ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur 4 Rechenarten. Ja, ja, schon klar. Ja, aber es ist auf jeden Fall. Jetzt diskutier doch nicht mehr. Lass den doch richtig verirren. Das ist doch bei 90% einfach. Aber, oder was sagt ihr beiden? Ja, wir haben doch nur 2 Optionen. Also, einfacher ist es auf jeden Fall nicht. Das ist Addition. Und danach kommt von der Schwierigkeitsstufe eben die Subtraktion. Und danach der andere Kram, den ich vergessen habe. Also es ist auf jeden Fall komplexer, also rechts. Ich Katjana? Stimme auch. Ich fand es ja wirklich hochkomplex. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wow. Ich du bist nach auf. Plus ausgestiegen, oder was? Das reicht mir. Oh, ein bisschen eingeschlafen. Kein Wunder, dass du so ein positiver Mensch bist, Katjana. Ja, alles Negative wird bei mir einfach ein neuer Strich dazugerechnet und ich bin einfach plus, plus, plus. Es ist genial. Es ist wirklich genial. Komm, wir lösen mal auf. Okay? Ja. Warte. Ich will's nicht. Okay, ja, ja. Ich hab immer Angst. Also, ist nichts passiert? Katastrophe, kann ich euch schon mal sagen. Jawohl! Yeah. Was? Also, ja, gut für uns, aber. Hä? Lars? Naja, es kommt ja immer auf die Skala an. Bei mir in meiner Vorstellung gibt es Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation. Und natürlich ist Addition ganz links, weil es das Einfachste ist. Und Division ist ganz rechts, weil es das Schwierigste ist. Produkt ist irgendwo da und Subtraktion wäre dann genau da, wo die, also ungefähr da, wo die Skala zumindest ist. Du hast aber nur so durch die einfach, vier Dinger ihr könnt geteilt. Doch nicht Subtraktion und Kernphysik miteinander vergleichen. Subtraktion und Division sind zu vergleichen, aber na gut, schade. Ich hätte Realschule gesagt. Wäre das? Nee. Das wäre doch auch nicht Mittelding. Ach so, in der Mitte. Oder? Weil es nicht Haupt- das und nicht Gymnasium. Genau Gymnasium Mitte. Und noch Uni oder so, dann ja, ja, doch. Ja, hätte man. Naja. Verdammt. Jedenfalls bedeutet das. Scheiße. Wir kriegen einen Punkt. Und wir keinen. Und sind jetzt schon bei 8 Punkten. Das heißt, wir können in der nächsten Runde den Sieg holen. Werdet ihr aber nicht. Werden wir nicht, weil nämlich ich den Tipp wiedergeben muss. Genau. Nein. Chiara. Verdammt. Stimmt. Ja, Chiara, stimmt. Scheiße, okay, das war's. Okay, wir gewinnen doch. Komm, zieh dir mal nur einen Zettel. Ja. Hip oder hop. Traditional. Okay. Oder cool. Okay. Okay. Ich mach die Skala zu. Traditionell oder hip? Ich glaube, das ist einfach. Okay. Ich meine, allein das Wort hip ist nicht hip. Stimmt, dann egal, ist es wieder kompliziert. Augen zu. Chiara? Mhm. Okay, ja. Sieht man die 4 noch? Ja, ne? Ja, ja. Okay, alle dürfen die Augen wieder öffnen. Ich hab was. Traditionell oder hip? Geil, schnelle Runde. Geil, 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 geil. Sag's mir. Hip oder traditionell? Japan. Das ist ein guter. Oh, ist schwierig, merke ich gerade. Aber ja, Japan. Also, wenn ich nach meinem eigenen Umfeld gehe, dann ist Japan super hip gerade. Hip, hip, hip. Hip. Das unterschreibe ich. Also, hip. Alle fahren nach Japan. Sei es hier aus der Firma, aber auch aus meinem noch privateren Umfeld. fahren alle nach Japan und es ist voll das Ding. Wie ist es bei dir, Katjana? Ja, absolut. Ich will ja Japanisch lernen. Ich habe mich ja schon angemeldet, will Japanisch lernen und ihr wisst, ich bin hip in Person. Deswegen die 2. Ich weiß aber auch, natürlich ist Japan auch, ist sehr traditionell. Ja, das stimmt. Also
Diese ganzen Badehäuser. Wenn sie, also ich gehe immer davon aus, wenn jemand sagen würde, und wenn es ganz, ganz nach rechts gehen sollte, dann würde man sagen, Hip-Hop. Das war tatsächlich mein Gedanke. Ich hätte Hop gesagt. Deswegen, Japan ist noch ein bisschen nicht so ganz eindeutig. Es ist auf jeden Fall nicht eindeutig, ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall ja auch traditionell. Also super viele, keine Ahnung. Ich würde jetzt ganz Mitte sagen, ich würde 12 Uhr sagen oder 1 Uhr. Ja, ich würde auch wieder 12 Uhr sagen, ja. Also, sowas. Aber gibt's da vielleicht eine Tendenz? Wir können da jetzt noch geiler sein. Wir können ja, ich glaube, damit noch werden wir wahrscheinlich in die Punkte kommen, aber wir können ja noch besser sein. Ist es eher traditionell oder eher hip? Ja, wir müssen jetzt aufpassen, weil wir vielleicht von unseren eigenen Kreisen ausgehen. Ja. Aber auch Chiara, zum Beispiel Chiaras direktes Arbeitsumfeld, Ilias, Wirt, die waren alle in der letzten Zeit in Japan. Hauke genau, wohnt in Japan. Gino will nach Japan. Die verdienen alle zu viel. Japanisch, wie gesagt, ich habe die Idee, Japanisch zu lernen, das ist wirklich noch wichtig, das nochmal zu sagen. Und außerdem. Du willst Japanisch noch lernen, oder? Ich will, lustig, dass du das gerade ansprichst. Ja, genau, ich wollte so einen Japanischkurs machen. Genau. Leider durch Corona kam es jetzt nicht dazu, jetzt muss ich nochmal umüberlegen. Ah, aber, ärgerlich, sonst. Ärgerlich, weißt du, ich hätte jetzt fließend Japanisch drauf. Ja. Aber genau. Ich würde auch jetzt nochmal als drittes Joker, würde ich auch nochmal dazu tun, in der letzten Kardashian-Folge sind sie tatsächlich nach Japan gereist. Okay. Zweimal. Und Kardashians sind hip, das wurde mir gesagt. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher ein bisschen hipper gehen. Also aufgrund dessen hat Chiara einfach den Call verlassen, was uns auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen ist. wofür steht ganz und noch einmal kurz, wofür steht traditionell, was würde man sagen? Trachten oder was ist Bayern. Traditionell? Bayern wäre in dem Kontext vielleicht. Ja, oder? Bayern wäre traditionell. Trachten, traditionelle Trachten genau. In Bayern. Weiß ich, warum ich Trachten so. Ja, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht, Beethoven wäre wahrscheinlich auch. Aber irgendein. Weihnachtsfest ist Weihnachten. Auch traditionell. Ja, Weihnachten, okay, Weihnachten ist eine Tradition. Dann würde ich sagen, wollen wir es ein bisschen weiter nach rechts tun? Eher hip? Ein bisschen her hip, ja. So 1 Uhr würde ich machen. Ja, okay. Also. So? Oder so, ja, genau. Oder ein bisschen noch. Was denkst du jetzt? Nee, ich will lassen es. Ich würde fast sagen mehr hip, aber lassen wir es so. Ja. Also können wir? Ja, ihr könnt. Okay, was sagt ihr? Sehr gut. Also ich glaube, dass natürlich ist Japan irgendwie total hip gerade. Ihr habt es ja schon aufgezählt. Aber eigentlich ist Tokio hip. Japan ist eigentlich das traditionellste Land, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, in der Welt von Chiara ist es nicht so hip gerade und sie geht voll auf diesen Trend von Japan, sondern Chiara beschäftigt sich, glaube ich, schon länger mit der Tradition von Japan. Das geht ja viel tiefer bei ihr. Welt ist es traditioneller. Oh, ihr habt recht, vielleicht stimmt. Ich glaube nicht, dass Chiara irgendwas mit Hipster-Japanern zu tun hat. Wenn, dann geht's, hätte sie Tokio gesagt, das ist total hip. Aber Japan ist, glaube ich, eher traditionell, als unsere Feinde das hier angegeben haben. Stell mal ein Close-up. Johanna, was meinst du? Ja, ich mein erster Gedanke war auch eher traditionell, bis dann ihr mit euren verrückten Bubbles kam, wo jeder in Japan ist. Gut, fair enough. Aber ich war auch eher bei traditionell, einfach nur, weil es nur die erste Assoziation ist. Und weil Chiara gesagt hat, ach nee, es ist doch nicht. Sie hat gesagt, erst es ist leicht, dann so, ach nee, doch nicht so leicht. Weil die erste Assoziation ist, glaube ich, traditionell. Und dann so, ach nee, in letzter Zeit ist es ja ganz cool geworden. Ja, ich glaube, dass Chiara Japan genommen hat, weil es der Inbegriff ist, wie man die Moderne mit der Tradition verbindet, weil Japan hat in der Altenpflege Roboter, aber dennoch vor jedem Gebäude ein Tempel und so für die Geister des Hauses. Also es ist schon sehr viel Konzentration auf beides so ein bisschen. Und ich bin mir unsicher, also wenn ich es richtig verstanden habe, Lars, du denkst eher in Richtung traditionell und Johanna, du auch? Ja. Weil ich wäre tatsächlich mehr in Richtung noch hipper. Aber dann würde ich sagen, drehen wir uns in Richtung traditionell.
wenn 2-1, ja, ich bin da so ein bisschen vorbelastet auch, weil für mich war Japan immer so das Land der Zukunft, das Mekka der Videospieler. Aber das ist, das hat ja vielleicht mit dem größeren Kontext gar nicht so viel zu tun. Das ist ja nur in meinem Kopf. Ja, vor allem ist Hip ja nicht modern unbedingt. Hip ist ja so cool, weißt du, oder? So neuartig. Ja gut, aber ist das nicht Japan halt schon, ne? Ist das nicht das Land, wo am ehesten beide Sachen hier zusammen, deswegen eigentlich müsste in der Mitte eigentlich sein. Eigentlich Mitte, ne? Also deswegen meine ich ja, ihr beiden Richtung traditionell noch. Also gut, ich mach mal hier, ne? Ich hab schon gemacht. Okay, also wir sagen mehr Richtung traditionell. Okay. Soll ich noch was dazu sagen? Bevor das wir hier gleich machen. Ja, klar. Ja, okay, genau. Okay. Mach mal. Nee. Jetzt? Okay. Oh, ach du Scheiße. Alter! Geil. Nun, ihr wisst ja, ich bin sehr belesen und deswegen dachte ich erst an traditionell, an die Kultur, an Geishas, an Tempel und kam danach erst, oh mein Gott, alle fahren ja aktuell voll auf Japan ab. Mist, das hat gerade tatsächlich perfekt rausgehört. Nee, es ist ja gar nicht so einfach, wie ich dachte, das Wort, aber es war halt direkt in meinem Kopf. Mir war danach erst bewusst, dass es super schwierig ist. Man könnte auch meinen, es ist vielleicht die Mitte oder so. Schade. Aber das heißt, wir sind ein bisschen an euch rangerückt. Ja, ihr seid bei 6 Punkten, 6, wir weiter 7, bei 8. Ah, okay. Dann bin jetzt ich, glaube ich, wieder dran. Ja, und jetzt holen wir die 4 Punkte und gewinnen die Nummer. Das wäre richtig geil, wenn wir jetzt mit 4, wir würden sofort gewinnen. Wir haben auch nur noch acht Minuten. Das heißt, wahrscheinlich die letzte Runde. Wir müssen noch ein neues Ding ziehen. Ja. Ja, danke. Gucken wir mal, inkompetent. Oh, ich freue mich auf den Tipp. Ja. Es wird jemand aus dem Rocky Beans Kosmos. Okay, ihr guckt alle weg. Ja? Wer rät, Simon, ne? Du ich gibst muss Tipp. Raten, oder? Du gibst einen Tipp. Ja. So, gucken wir mal. Oh, okay. Hey, das ist schon ein Tipp. Ihr könnt gucken. Oder? Ja? Ja, ihr könnt gucken. Also, liebes Team. Ich hab's gesagt, jemand aus dem Rocket Beans Kosmos, es geht um kompetent. Oh, Moment. Ich hab falsch rum gesehen. Scheiße, da muss ich. Nee, das kann ich ja. Kann ich jetzt Simon, jetzt hör auf! Du kannst. Das ist doch falsch. Naja, aber ich meine, ist die Person, die ich eigentlich nehmen wollte, passt jetzt nicht mehr, weil sie. Ach so. Okay, auf der gegenüberliegenden Seite ist. Ne? Und ich kann ja jetzt auch niemanden dissen. Also, ich suche jetzt hier mal. Ich suche etwas. Entschuldigung, ich muss kurz neu überlegen. Es geht um inkompetent. Wolltest du mich? Kompetent, inkompetent. Oh. Okay, es ist. Entschuldigung, ich muss kurz überlegen. Hast du die Seiten richtig, ne? Also bei dir ist kompetent. Ich hoffe einfach, dass ihr meine Tweets verfolgt. Hallo, Simon! Das ist schon wieder ein Tipp. Nein, du weißt doch noch gar nicht, was ich sage. Noch habe ich doch nicht mal einen Tipp gegeben zum Tipp. Ja? Hört ihr mich? So. Ja. Die Deutsche Bahn. Ich hab da so eine leise Ahnung. Ja, also grundsätzlich, ne, möchte man ja meinen, inkompetent. Ja, und ich glaube bei Simon, dass er es vielleicht andersrum hatte. Er wollte erst einen sehr kompetenten Mitarbeiter von Rocket Beans nehmen, dann so, upsi, nee, so war es nicht. Wir gehen eher Richtung Deutsche Bahn und rutschen mal ein bisschen rüber Richtung Inkompetenz, denn trotz dass die Bahn sich gerade sehr bemüht und sagt, Leute, macht die Masken auf und macht witzige Gags zu Verschwörungstheorien, glaube ich, auch eher inkompetent. Weil da auch manchmal wirklich viel schief läuft. Oder das ist halt so ein Böhmermann-Ding, der dann irgendwie auf einmal dann das total gelobt hat, immer auf Twitter, weil er extra gerade Tweets noch gesagt hat und Böhmermann dann irgendwann einfach nur noch Love-Tweets losgelassen hat gegen die Deutsche Bahn. Das könnte natürlich sein, dass Simon gerade auch auf diesem Trip fährt. Ich weiß, ich bin zurzeit nicht mehr so aktiv auf Twitter unterwegs. Aber ich glaube natürlich schon, dass wir uns im inkompetenten Bereich befinden. Ich glaube, Simon ist ein reisender Mensch, der viel rumreist. Und da passiert einiges Inkompetentes von der Deutschen Bahnseite her. Aber Johanna, würdest du ganz nach rechts gehen? Ich würde, wenn das oben 12, 15 Minuten, dann würde ich vielleicht so auf 12 gehen. Wie? Also du meinst mittig, Minuten. Ne? Meinst mittig? Nee, dann. 12 Minuten. Ach, 12 Minuten nach 12 sozusagen. 12 Minuten also nach oben. Also ich würde schon eher Richtung inkompetent gehen. Also bei wie viel Uhr? Bei 3 Uhr oder bei 2 Uhr, 14.30 Uhr? Das ist 14.15 Uhr. Das ist 14.13 Uhr. Wieso denn jetzt 14 Uhr? Das ist 3 Uhr. Egal. Also ich würde, glaube ich, eher
vielleicht nicht so, doch, aber irgendwie eher so, oder? Weiß nicht. Was sagst du? Ja. Also was war denn dein erster, dieser Gedanke mit dem Mitarbeiter, er will den nicht dissen? Also das ist auf jeden Fall Metagaming. Nee, ja, und es tut mir auch leid. Wenn ihr dadurch jetzt gewinnt. Ja, nee, aber Metagaming ist immer... Nur weil wir gut sind im Zwischentöne. Auch die Regie sagt, auch die Regie komm, sagt, wir machen einfach neu, komm, machen wir neu, machen wir neu. Wir machen eine neue Runde. Oh mein Gott, Leute, hier, aber zeigen kann man es ja trotzdem da. Schön, hätten wir schön gewonnen, aber nein. Weil Paul aus der Regie der Sklave des Chats ist. Oh und der Hüter der Fairness hier. Oh, nee, ich dachte schon, ich hätte irgendwas aufgedeckt. Also, Diktatur oder Demokratie? Okay. Ja, du musst nochmal neu drehen. Ja, ich will erstmal das Ding wegdrehen. So. Ja, und jetzt Augen wieder zu. Und jetzt drehst du wieder neu. Okay, ich drehe neu. Achtung. Ich mach auf. Oh Mann, ey, das wird jetzt voll unangenehm. Ich mach auf. Guck nicht. Boah. Okay, ich hab zugemacht. Ja, jetzt mal deine politischen Skills raushauen. Ja, weil die Regierungsformen der verschiedenen Länder der Welt. Ja. Mal. Ja. Also ich habe den Bertelsmanns Transformationsindex natürlich im Kopf einwandfrei. Du kannst einfach loslassen. Fliege. Das ist eine Fliege. Also außer, außer komplette Extreme finde ich sie halt schon schwierig, hier jetzt eine Varianz zu finden. Ja, okay, da muss man halt... Ah, okay. Ah, ja. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Wolltest du nicht mal das politische Format auf Rocket Beans TV moderieren? Ich? Nein. Ach nee, das war Lars. Achso. Der kam von dem politischen Sohn. Stimmt, so war das, ja. Da haben wir ihm gesagt, bei uns keine Politik. Ja, stimmt. Ja, das war keine Politik, so keine haben Religion, wir das keine nichts über Kindererziehung. Genau. Weil ich hatte gerade eins und dann habe ich wieder verloren, verdammt. Okay. Okay, ich nehme jetzt was, auch wohlwissend, dass es vielleicht, dass da jeder eine andere Meinung zu hat, ne? Das ist halt echt schwierig hier. Ich will auch keine politische Aussage damit treffen. Ich glaube, da können sich einfach alle am ehesten wiederfinden. Meine Aussage ist USA. Die USA. Ich sag extra keine weiteren Sachen. Ich sage sonst nichts mehr. Ich könnte jetzt natürlich noch auf den Präsidenten eingehen. Du sagst jetzt nichts mehr. Also natürlich könnte man jetzt ihm eine gewisse politische Gesinnung vorwerfen. Nein, vergiss das. Nein, man könnte einfach sagen, dass du gerade irgendwie Trump oder sowas dissen willst und sagst, es geht in eine Richtung Diktatur. Simon. Durch teilweise Ernennung irgendwelcher Richter und so weiter. Aber nein. Simon ist ganz unpolitisch. Man merkt, Lars war in der Politiksendung, ne? Und die USA ist grundsätzlich ein schon sehr demokratisches Land. Wir haben natürlich ein Zwei-Parteien-System mit dem. Wie genau funktioniert das? Lars? Mit den Senatoren und hier rein und so. Ja, da gibt's natürlich mit Swing States und so weiter einige. Das ist nicht so einfach. Lars, man merkt, du hast Ahnung. Also wirklich finde ich gut, was du da für Sachen droppst jetzt gerade. Ja. Also ich wollte mal kurz das mit dem Japanischkurs nochmal erzählen. Wir müssen ja immer die Skalen angucken, ne? Von links nach rechts. Links wäre irgendwie so Weißrussland. Ganz klar hätte er da gesagt Weißrussland oder meinetwegen noch Nordkorea. Nordkorea. Ja. Und ganz auf der anderen Skala-Seite wäre vielleicht sowas wie Griechenland, einfach wegen des Namens oder so, hätte er das vielleicht gesagt. Johanna, du kannst mich gerne gleich mal ein bisschen retten. Ich schwimme, ich würde aber trotzdem sagen, fast ganz rechts. Also ich bin mit dir zusammen im Becken, Lars. Wir sind zusammen bei der Schwimmsendung gerade. Ich bin im Becken drin, aber... Ja, schon noch mal ein bisschen zurück. Also gesagt, schon hinter die Fliege rechts. Noch. Hinter die Fliege noch. Ja, das ist ja hinter der Fliege jetzt. Keine Angst, oder? Nee. Dann wird rumgedreht und die putzt sich einfach. Nee, andere Richtung. Ach so. Also Richtung 12 Richtung Uhr. So ja. 14:30 wieder. Fliegeuhr. So? Ja. Die Fliege ist wirklich... Noch ein ja, streichel sie mal. Geht das? Ist die da gestorben gerade? Nein! Oder ist die hat sich geputzt. Streichel sie. Lass sie doch. Ich lass sie doch. Ich lass sie da. Oder ist sie auf eurem Team? Oder war sie dabei, als es offen war? Ja, das ist bestimmt ein Hinweis. Du schummelst nur noch.
Simon, Simon, hast du da eine Fliege hingeklebt? Alles wird mir ausgelegt als Tipp, ich mache nichts mehr. Ich würde noch ein bisschen mehr Richtung 12 Uhr gehen, noch ein bisschen mehr zurück. Wie? Okay. Also Richtung Diktatur. Ein bisschen mehr Richtung Diktatur. So? Was? Mach mal. So? Na, noch ein bisschen. So? Na, noch ein bisschen. Ja. MVF. Die hat gerade gegrüßt. Guck mal, wie die das reingeholt hat. Hallo, ich bin im Fernsehen. Hallo. Ja, lustig. Ich bin gut. Sogar, also jetzt vom Gefühl noch ein kleines Stückchen Richtung 12, aber wir können es ja auch so lassen. Okay, wenn, ihr sagt, das ist gut, dann. Also. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der Demokratie von den USA, aber so. Und Simon ist, glaube ich, einfach auch ein riesen Trump-Fan, ne? So, sowas von unnötig, mich jetzt hier mit reinzuziehen. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe ihn nicht gewählt. Ich habe nur vorher gesagt, dass er gewählt wird. Und Simon hatte jetzt auch nicht so lange Zeit zu überlegen und dann hat er gesagt, oh, es ist wahrscheinlich ein relativ mittelmäßiger Wert, was ist so mittelmäßig? Du hast, ja, aber sie haben gerade einen schwierigen, ich würde noch ein bisschen mehr Richtung 12 gehen, aber ich bin fein, das so zu lassen. Ich gebe dir, geb dir noch einen Zentimeter höchstens Richtung Diktatur. Okay, Richtung, Moment, du meinst jetzt Richtung Diktatur. Achso, nach links, ja, okay. Noch ein Ticken? Noch einen Millimeter, ja, so, ja. Okay, also was sagen wir, Katjana, Chiara? Und Simon hat ja auch schon gemeint, er beschäftigt sich nicht so mit Politik, auch wenn er jetzt richtige Vorhersagen getroffen hat. Ja. Ich finde, unsere Gegner haben schon eine gute Einschätzung getroffen. Ich finde auch, und ich würde sagen, ja genau, und wenn er sich so nicht so sehr mit der Politik beschäftigt, dann würde man vielleicht auf so einer oberflächlichen Ebene und wie Trump in den Medien wahrgenommen wird. Noch ein bisschen Richtung undemokratisch gehen, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Zeichen, was die Fliege uns da gerade mitteilt. Oder sollen wir, das, was die Fliege sagt, wahrnehmen? Also ich hätte jetzt auch eher Diktatur in die andere Richtung gesagt. Nur, wir können ja schon ein bisschen anhand von Social Cues, sozialen Cues gehen. Und gerade eben war es so, dass Simon relativ schnell gesagt hat, ihr bleibt so stehen. Ja gut, das ist jetzt Metagaming, weißt du, aber ja. Ja. Ja, ich sehe es aber auch ein bisschen zeitverzögert hier. Also, und das wäre dann weiter Richtung Demokratie, Katjana? Hätte ich jetzt gedacht, aber ich würde eher wahrscheinlich sagen Richtung Diktatur. Und du, Chiara? Ja, ich auch. Okay, also bleiben wir dabei. Und wir lösen einmal auf. Du löst auf, Simon. Gut. Oh, Hammer. Die Fliege. Ist das die 4? Das ist also vom Schatten her ist es die 4. Der Schatten ist die 4. Ja, Mann. 7, 8, 9 und Stern. Also, danke, Trump. Damit, das bitte einmal rauscutten und irgendwo ins Internet stellen. Aber jetzt, das war doch gut, wie gut wir das gemacht haben. Ja. Guck mal, wie genau wir uns gerade geeicht haben, wie so ein ganz filigranes Messinstrument. Das war wirklich sehr gut. Unsere Hirne sind verbunden. Ihr seid connected, ihr solltet vielleicht zusammen auf Reisen gehen oder so. Ich würde sagen, vielen lieben Dank euch allen, die jetzt dabei waren. Vielen Dank, Katjana, vielen Dank, Chiara, vielen Dank, Johanna, vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Simon. Ja, stimmt. Und auch dir. Auch mir. Dankeschön, lieber Simon. Danke, Paul, für die schönen Multiscreens. Danke, Paul, an die tollen Nahaufnahmen. Da kamen dann auch die Biologen und Biologinnen auf ihre Kosten in dieser Folge. Ich würde sagen, lasst ein Like und einen Kommentar unter diesem Video und schaltet auch nächste Woche ein. Nächste Woche sehen wir uns aber, glaube ich, nicht. Da ist was anderes. Aber danach sehen wir uns sicherlich wieder. Und schreibt auch gerne irgendwie, welche Spiele ihr sonst noch in diesem Format sehen wollt. Und dann sehen wir uns bald an selber Stelle wieder. Denkt immer dran. Trumpf. Gesellschaftsspiele sind Tom. Toll. Geil. Toll. Zirkus. Tschüss. Bald kommt Beatstag. Beatstag.